Das ist echt nicht gut. Festhalten! Ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Scheiße! Halte Kurs auf die Insel! Herzlich willkommen zum vierten Teil von Uncharted. Ja, es ist endlich da, lang ersehnt. Haben wir es endlich in den Händen und beginnen auch gleich mit Folge Nummer 1. Das Spiel startet spannungsgeladen, so wie man es kennt, mit einer klasse Fahrt auf dem offenen Meer. Hier müssen wir unsere Verfolger hier loswerden und rammen mal, was so geht. Zack, da war er weg. Schauen, schnappen wir uns noch einen. Ja, kriegen wir den. Jawohl, den Hammer. Sehr schön. Ja, der vierte Teil von dem grandiosen Spiel. Die anderen waren ja auch absoluter Wahnsinn. Ich konnte jetzt gar nicht erwarten mehr, dass es hoppala, da scheppert es aber ganz schön, dass es endlich im Handel ist. Und ja, war dann gottsfroh, als ich es endlich hatte. Es geht ganz schön zur Sache. Hoppala, wir sind schon mal gestürzt. Was passiert? Wir tauchen wieder auf. Nathan, du machst das. Ja, die anderen Teile, die habe ich verschlungen. Die waren der Wahnsinn. Und jetzt endlich der vierte Teil. Sollte ja eventuell sogar der letzte sein. Ich bin mal gespannt. Okay. Und rauf wieder. Was? Ich kümmere mich drum. Okay. Er kümmert sich drum. Oh. Drücke. Okay. Oh, wir müssen schießen. Wir müssen schießen. Oh, wir sind schon hart angezählt. Den Hammer. So, liebe Leute, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Haben wir dieses kleine Abenteuer schon hier gut überstanden? Das Schiff ist weg. Wir leben noch. Okay, was passiert? Was wird passieren? Alles klar. Wo ist der Feind? Das habe ich sauber vergurkt. Achtung. Nachladen. Den Hammer. Den Burschen kriegen wir auch, oder? Interessant, wie sie noch wegfahren können, wenn sie schon erschossen worden sind. Bring uns hier raus. Alles klar, er bringt uns hier raus. Ich bringe uns hier raus. Wir setzen uns ans Steuer und geben richtig Gas. Ja, es fängt ja wirklich spannungsgeladen an. Kriegen wir den weg? Ah, den Hammer. Den Hammer auch. Und noch einen. Ja, sehr gut. Müssen wir nur schauen, dass wir da heil an die Insel ankommen. Also bis jetzt wirklich klasse umgesetzt. Es fängt spannend an. Rechts. Uah! Jetzt hat es uns erwischt, erneut. Nathan? Ich bin mal still, solange hier gequatscht wird. Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln?
Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Ja, da gab's gerade den ersten Ärger. Okay, das Abenteuer beginnt in der Kindheit. Los geht's. Okay. Die Verlockung des Abenteuers. Jetzt geht's richtig los. Hoch und rüber. Hoch und rüber. Okay. Ja, super cool gemacht auf jeden Fall. Wo muss ich hin? Da drauf. So, lauf da rum, Bur. Ah, er macht's lieber so. Dann hier wieder runter, oder? Wo ist das Licht? Das Licht ist weg. Wir finden es bestimmt gleich wieder. Okay. Da rein, oder? Okay. Still und leise. Dann wollen wir das mal machen. Wo geht's raus? Da oder da? Da, wo das Licht brennt. Ja, es ist klasse umgesetztes Spiel, grafisch. Ja, super einfach. Ich freue mich, dass ich das spielen kann. Gehen wir weiter. Oh. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit. Sie müssen es einsehen. Oh, was mache ich denn? Das war knapp. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Okay. Da wäre ich schon fast entdeckt worden. Von der Leitung des Internats. Okay, dann gehen wir weiter. Okay, Nathan, mach das mal für uns. Hoppala. Okay. 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 Jetzt müssen wir mal schauen, dass uns die Tante da nicht sieht. Wo ist sie denn? Ah. Da, an der Tafel oder an der Wand. Können wir einfach mal schnell durchflitzen. Und jetzt da rein. Tür auf. Verdammt. Oh, ist zu. Nochmal? Nee, geht nicht. Geh mal da rein. Da liegt auch irgendwas Schönes. Oh, meine Akte. Okay. Hier, lesen könnt ihr den Quatsch selber. Legen wir mal die Akte zurück. Und schleichen uns weiter. Ja, anscheinend sind wir hier in einem, ja, sehr christlich angehauchten Internat untergebracht. So, auf geht's. Dann gehen wir mal in Deckung hier. Okay. Bleib unten. Nein! Nathan! Ich depperle. Jetzt gibt es Ärger. Ah, fuck. Ah, schön. Wir können aber an derselben Stelle weiterspielen. Von dem her ist es ja uns dann auch egal. Achtung. Sollte halt nicht nochmal vorkommen. Wenn es sicher ist. Okay, dann machen wir das. Ist es sicher? Die raucht da schön gemütlich. Wie schaut's aus? Alles im grünen Bereich.
Aufmerksamkeit haben wir schon erregt ein bisschen. Aber hier, die liebe Schwester raucht da heimlich. Und ist auch noch erwischt worden. Ich komme, Vater. Hoffentlich sieht die uns da jetzt nicht, wenn ich da so blöd umeinander wurschtel. Ganz knapp, das war schon knapp. Mach halt was, Junge. Jetzt hat, okay. Jetzt ist sie raus und ich habe auch das Licht schon wieder gesehen. Uiuiui. Zum Fallen lassen, Kreis drücken. Na, das ist aber eine Ansage. Und jetzt? Da einen großen Sprung, oder wie? Jawohl. Da ist unser Bruder. Und jetzt? Sam, warte. Okay. Wohin jetzt? Darüber springen, oder? Hammer. Darauf. Geht's noch höher? Nein. Sprung. Sprung. Darauf? Nein, da geht's nicht rauf. Ja, es ist ja wirklich so eine Mischung aus Tomb Raider, Indiana Jones. Bin ja nicht der Einzige, der mit der Meinung dasteht, aber es ist einfach mega cool umgesetzt. So, ich muss kurz gucken. Fast geschafft, okay. Wahrscheinlich jetzt hier eine Dachrinne, oder? Weiter geht's. Uiuiuiui. Da muss auch mal der Klempner wieder drüber gucken. Und jetzt? Kommen wir darauf? Ja, super. Aha, haben wir es geschafft. Ja. Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Das war jetzt wirklich cool zu spielen. Ich bin wieder still. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Okay, weiter geht's. Kommen wir da auch rauf? Nö. Wie soll ich da raufkommen? Ah! Wird uns geholfen. Jetzt satt. Alter Schwede, bist du leicht. Hat die Schwester genug zur Futter? Und hinterher. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Wie erinnere ich mich? Uah! Der Bruder legt ein ganz schönes Tempo vor. Wie geht das, Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, hab ne Lust auf Schuldgefühle. Okay. Wie die Affen schwingen wir uns hin und her. Okay. Auf geht's, zieh dich darauf. Burli. Oh weh. Wir sind gleich da. Ja, schöne Parkour-Einlage hier. Und weiter. Und Sprung. Tür ist versperrt. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt? Geht's ab nach oben. Jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Jawohl. Wir sind dran. Dann machen wir das mal. Was müssen wir machen? L1 halten. Auf geht's. Schon sind wir oben. Und? Bitte ist nochmal was hier. Dachte, da müssen wir rüber, oder? Aha, okay.
Ah, das alte christliche Gemäuer ist nicht mehr im Bestzustand. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ja, nein. Aktuell, ja, nein. Und jetzt da runter, oder? Ja. Ja, wirklich klasse. Nächster Sprung. Und loslassen. Und dann rutschen wir das Vordach runter. Oder eins der Hauptdächer. Okay. Ohne Mumm, kein Ruhm. Uiuiui. Okay. Machen wir das auch mal. Und. Oh. Denk nicht darüber nach. Wir werden unterbrochen. Neuer Versuch. Achtung. Ah ja, knappe Angelegenheit. Haben's aber dann doch geschafft. Ja. Echt kein Ding. Bei mir. Echt kein Ding. Und weiter geht's. Es ist so cool, diese Action da immer auf den Gebäuden rumzukraxeln. Springen, hopsen. Ja. So. Voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Was ist los? Und. Wo sind wir denn hier? Bei der Kirche, oder? Okay. Da durch. Okay. Und jetzt. Okay. Muss ich mal ein bisschen konzentrieren. Darum fällt mir das Labern gerade schwer. Ich will ja hier euch nicht nur zeigen, wie man stirbt. Okay. Durch die Mitte. Schön durch die Mitte, okay. Können wir das auch? Ups. Ist das eine oh, wie cool auf Anhieb. Was liegt da? Ablauf. Bereit, Tata? Ja. Okay, weiter. Okay. Was war das jetzt? X oder wie? Was ist los? Okay, haben wir auch geschafft. Und wie kommt der Bruder da dran? Beherzter Sprung. Fertig. Müssen wir dem helfen? Nee. Wo wird's weitergehen? Oh, gleich da. Und hoch. Und weiter. Hey, den Turm hoch. Los. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Um die Ecke. Okay. Alles klar. Hep, hep, hep. Und schon sind wir oben. Ja. Wollen wir den Ausblick mal angucken? Nicht schlecht. Ja. Der kann sich sehen lassen. Ich würde nur sagen, eine schöne Frühlingsnacht oder Sommernacht. Oh, wo ist der hin? Jetzt habe ich nicht aufgepasst da unten. Sehr gut. Oh, oh. Ich glaube, das war nicht gut. Ja, da hat mich dann doch das Zeitliche gesegnet. Ein Glück, dass wir das nochmal spielen können. So. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Wo ist der hin? Alles klar, der wird da unten stehen. Oder? Nein, der hängt auch noch da. Und schau mir zu. Okay, wir schauen dir zu. Okay. Das ist jetzt hier schon mal ein bisschen tricky. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. So, ich lass los. Ich rutsch da runter. Und. Komm, 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 komm. Oh, oh, cool. Aber knapp, aber knapp. Auch geschafft, super. Geschafft. Erstmal durchatmen. Natürlich. Hier, folge mir. Bin ja mal gespannt, wie das danach weitergeht. Weißt du was? Weil man spielt ja das nicht als Kind oder als Heranwachsender. Geht dann bestimmt weiter irgendwie an dem Strand oder sowas. So, was muss ich machen? Gib mir das Seil. Ja, echt. Ich folge dir dann. Drücke L1, um zu werfen. Und
Auch um loszulassen, oder? Okay, haben wir gemacht. Und jetzt? Ich mach doch einfach mal hier den Tarzan. Ich hätte das, glaube ich, anders machen müssen. Achtung, ich mach das normal. Okay, um weit. Ach, ich muss da drüben auf dem Balkon landen. Okay. Okay, dann mal los. Jawohl, okay. Ich habe gedacht, wir seilen uns da einfach mal elegant ab. Okay. Aber war nicht so. Schon besser, wenn der große Bruder vorrennt. Sonst weiß man ja gar nicht, was man zu tun hat. Darunter, das sehe ich schon. Okay. Nach dir. Okay. Na, was mache ich denn für kleine dumme Sprünge? Und abwärts geht's. Geschafft. Aus den Höllen des Internats entkommen. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Hm? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klaut? Ey, du solltest wissen, ich habe mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Kind. Ah, was wird kommen? Weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. Warst du nicht schon genug? Ach, aber einen Schluck getrunken. Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren raus... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay. Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja. Weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Na, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Flotter Sprung und los geht's. Bist du bereit? Oh ja. Auf geht's. Oh, okay. Jetzt gibt's Ärger. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Aha. So. Anscheinend gibt's gleich mal eine schöne Prüglerei. Okay, was wollen wir machen? Angreifen. Jawohl, der sitzt. Da kriegt der hässliche Südamerikaner eine Druff. Ah, okay. Jetzt. Oi, 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 jetzt sehen wir hier schon. Alles. Ui, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Estás muerto. Estás muerto. ¿Qué tal esto? Also ich kann nur puta madre. Ah, Mist, wir müssen da raus. Achtung, Achtung. Uiui, jetzt kracht's aber gleich. Jetzt kracht's richtig. So, zack. Und nochmal, und nochmal. Gustavo heißt unser Gegner. Eieieiei. Oh, oh. Oh, und hier, was war's? X, oder? Und? Und was passiert? Kann ich dem jetzt hier ausnocken?
Ach nein, 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 ich krieg Schläge. Jetzt können wir austeilen. Kommt noch mal eine. So Mortal Kombat-mäßig den finishen. Nein! Ah. Leute, ich bin da nicht gut in sowas. Ich mach alles, was da steht. Oh, sehr gut. Können wir dem jetzt richtig die Fresse polieren? Oh, wir werden unterbrochen. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Voy a matar, Ringo, come mierda. Okay. Groß genug hierfür bist. Du musst gerade tirar por el culo. Solitaria. Also, wir sitzen in einem Knast. Abre. Ja, jetzt geht's erstmal in Einzelhaft. Hier drin bleiben. Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Und nu? Es geht weiter. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Okay, calma dich. Ja, liebe Leute, das war dann der erste Teil. Willkommen zum zweiten. Schaut einfach gleich wieder rein. Denn es geht umgehend weiter.